So, willkommen zurück zu Let's Play Mass Effect 2. Wir schauen auf unsere Galaxiekarte und wählen unsere nächste Mission aus. Wir gehen mal ganz kurz etwas raus. Wir fliegen mal kurz zu unserem Massenportal. Ich würde nämlich ganz gerne, wie in der letzten Folge schon gesagt, Zeit helfen. Dem können wir scheinbar hier helfen. Okay, da fehlt gerade irgendwie der Sound, aber okay. Dann schauen wir mal ganz kurz. Wir haben übrigens ein ganz nettes System hier. Wir sind hier ja. Ich gehe nochmal ganz kurz raus. Wir sind hier ja in der ganzen Galaxie unterwegs, wie wir es schon kennen. Und dann gehen wir ja zu einem System. Wir sind ja jetzt in einem System. Und dann haben wir jetzt hier noch die Möglichkeit, weiter rauszufliegen. Und dann haben wir hier diesen Nebel. Und da kommt auch der Treibstoff ins Spiel. Nämlich brauchen wir Treibstoff, um da hinzukommen. Na komm. So, System anfliegen. So, und da man jetzt gerade schon mal hier ist, würde ich ganz gerne noch mal kurz Planeten erforschen. Hito. Hauptstadt keine. Ja. Das sind aber ganz schön viele Leute drauf, ne? Egal, untersuchen wir das Ganze mal. Vielleicht gibt es hier. Naja, gut, Scanner-Ergebnisse niedrig. Sonde unterwegs. Also, viele sagen, wenn Scanner-Ergebnisse mittel oder niedrig sind, Starte Sonde. dann braucht man eigentlich gar nichts dafür bergen, weil es nur Geldverschwendung wäre. Aber ich bin komplett anderer Meinung, weil Geld hat man eigentlich teilweise genug und diese Sonden, die kosten kaum was. Wenn man dafür dann halt so ein bisschen Iridium zum Sonde Beispiel gestartet. bekommt. Denke ich, ist das gar kein Problem, das bisschen Geld mal aufzutreiben. Ich würde auf jeden Fall ganz gerne die ganzen Planeten, wenn ich sie denn anfange, Starte dass ich dann die Sonde. Scanner-Ergebnisse auf, ja, ich weiß nicht mehr genau, wie der Begriff ist, auf jeden Fall quasi Sonde ressourcenarm. gestartet. Der ist also nichts mehr drauf, ist abgebaut. Genau, abgebaut ist das Wort. Und ich Sonde weiß, ich komme wieder mit gestartet. Schlaumeier und sagen, es bringt doch gar nichts. Es waren doch jetzt nur 500 Palladium, die du da bekommen hast und eine ganze Sonne, die du verschwendet hast. Sonde gestartet. Aber bla bla bla, ist doch egal. Ne? Und so. Dann schauen wir mal rum. Hier ist ein bisschen was. Und ja, ich weiß, ich wollte es offscreen machen. Ich zeige es euch jetzt trotzdem einmal ganz kurz. Sonde unterwegs. So, hier war auch noch ein bisschen was. Gut, für solche kleinen Ausschläge mache ich das normalerweise auch nicht. Aber irgendwo ist ja noch was, da ist noch was. Sonde unterwegs. So, und jetzt steht oben Scanner-Ergebnis abgebaut. Hier finden wir also, naja, so ein bisschen was. Okay, hier, das ist aber noch ordentlich. Das nehmen wir nochmal ganz Sonde kurz mit. unterwegs. Im Normalfall findet man da halt nicht mehr wirklich was Gutes. Und der Ganze ist abgebaut. Oh, jetzt bin ich ganz aus der Galaxiekarte raus. Gut, hier haben wir noch einen kleineren Planeten. Den schauen wir uns auch noch mal ganz kurz an. Ja, der ist wirklich sehr klein. Dennoch, Scanner-Ergebnisse hoch. Sonde Platin. unterwegs. Nice, einfach mal 2000 oder so. Iridium und Sonde Platin. unterwegs. Gut, also ihr wisst, wie es funktioniert. Ich denke mal, jetzt kann ich den Rest rausschneiden. Starte Sonde. Ich werde jetzt also diesen Planeten noch fertig machen und den danach, das ist noch einer in der Nähe der Sonne, habe ich gerade gesehen. Und dann gehen wir auf die Mission bei Zeit. Also, bis gleich. So, da bin ich wieder. Ja, mir sind die Sonden ausgegangen. Ich hatte jetzt keine Lust, extra nochmal zurückzufliegen. Wenn irgendwie mal was sein sollte, wir haben ja diesen Planeten, der steht noch auf hoch. Und der hier unten steht, glaube ich, noch auf mittel. Also da haben wir noch ein bisschen was. Wir gehen jetzt aber erstmal auf Zoya. Einem sehr grünen Planeten. Ziemlich warm und circa so groß wie die Erde, aber fast doppelt so viel und fast so doppelt so weit entfernt, meine ich, genau. Ja. Da leben einige, 148 Millionen.
Naja gut, einige ist übertrieben. Anderthalb mal Deutschland. Aber. Naja gut, auf dem ganzen Planeten verteilt, der so groß wie die Erde ist, ist das wenig, aber ist ja auch so ein dschungelartiges Ding, so sah es zumindest aus. So, Zayet ist vorgeschrieben, wir nehmen noch Mordel mit dazu. Ich finde ein sehr nützliches Mitglied. Ja, wir werden noch einmal eine Mission abwarten. Dann bekommen wir nämlich nochmal 2 Gruppenpunkte und dann holen wir uns die Angriffsmeisterschaft, das letzte Teil, bevor ich jetzt hier irgendwas anderes skille. Zayet, der mit dem komischen Auge, der so komisch guckt. Ich glaube, der Betäubungsschuss macht hier am meisten Sinn. Machen wir das einfach mal. So, und das auch nochmal. So, und Morden. Warum hatte der... Ach, der hat... Gut, hat sich schon erledigt. Sellerianischer Wissenschaftler. Machen wir hier mal 2. Verbrennung 2. Und den Kryostrahl auch 2. Genau so. Oh ja, sehr bewuchert. Sehr bewachsen, meine ich. Die Raffinerie befreien. Okay, nice. Wir wählen mich in die Kommunikation der Blue Suns. Bleiben Sie. So, das sind wir jetzt in grün. Mitten in einem grünen Planeten. Der auf dem ersten Blick schon mal sehr nice aussieht, also. Einheit Bravo, in Ihrer Nähe ist ein Shuttle gelandet. Sehen Sie sich das an. Los geht's. Bleiben Sie in der Nähe. Okay, scheinbar sind hier feindliche Sachen. Also, Viecher. Und ich wollte sagen, grafisch kann man dem Ganzen mal gar nichts vorwerfen mit der Sonne und dem Planeten und nice. Was ist das denn? Okay. War scheinbar irgendwie so ein Affe. Sind hier mehr Leichen? Ich möchte noch mal ganz kurz anmerken, das ist eine Nebenmission, die, also aus einem kostenlosen DLC herauskommt, mehr oder weniger. Wenn ihr Mass Effect 2 selber habt und diese Mission noch nie gespielt habt, dann könnt ihr natürlich euch das Ganze bei bioware.de oder com oder so downloaden und könnt das selbst zocken. In den Rücken geschossen und verrotten lassen. Eindeutig Videos, Hans. Rücken wir weiter vor. Unterbrich dich ruhig selbst. Aber gut, das ist wieder so ein Affe. Die sind voll süß. Egal, ich wollte sagen, eine Nebenmission, storytechnisch eigentlich jetzt gerade nicht sehr wichtig. So, hier runter müssen wir scheinbar. Kommando an Bravo, Position einnehmen. Diese Leute sind vermutlich keine Flüchtlinge. Die Affen sind geil, die erinnern mich an diese... Ich weiß nicht, wie die Affen heißen, diese... die können wir auch gar nicht angreifen, der zieht automatisch seine Waffe zurück. Wenn wir auf die zielen. Wie diese Kleinaffen mit diesem schwarz-weißen langen Schwanz. Ich weiß jetzt nicht genau, wie die heißen. Ihr kennt sie bestimmt. Daran erinnern die mich. Meldung am Basis. Bewaffnete Eindringlinge. Habe ich ja gerade gesehen. So, schon wieder die Blue Suns, ey. Die machen sich hier wohl überall breit. So, können wir den Betäubungsschuss benutzen? Ja, okay, hat er schon selbst gemacht gerade. Aber was wir jetzt mal benutzen, ist der... die Verbrennung von Morden Solos. Ist auch nett. Kommt einfach mal so... einfach mal so eine Verbrennung ab. So, wo sind hier welche? Ach, da. Das war's für dich. Okay. Verstärkung ist unterwegs. Wir geben Ihnen Deckung.
Hier gibt keiner irgendjemanden Deckung. Wow, das sind sogar Verfolgungsraketen. Oh, shit. Okay, ist irgendeiner gerade tot? Nee, scheinbar nicht. So, aber wir haben gerade schon mal den Kryostrahl gesehen. Da nochmal den Kryostrahl. Von Morden Solos. Also ich muss sagen, Kryostrahl und Kryomunition sind auf jeden Fall sehr nice. Ich werde auch Kryomunition später benutzen. Der Gegner erstarrt einfach zu Eis und man braucht einfach nur einmal Bam machen und die sind tot. Weil die einfach so in Stücke zerbrechen. Steuerung der Brücke. Hier ist Commander Santiago. Wer flieht, solange die Eindringlinge noch leben, den töte ich höchstpersönlich. Und jetzt kommen Sie verdammt nochmal zurück! Vido, klingt, als hätte er sich nicht verändert. Ich habe das Gefühl, Sie haben eine Vorgeschichte mit diesem Vido. Der war schon ein sadistisches Schwein, als wir die Blue Suns gegründet haben. Die Suns sind nach seinem kleinen Coup vor 20 Jahren nur noch übler geworden. Also ja, wir haben eine Vorgeschichte. Warum hat mir niemand gesagt, dass Sie die Blue Suns gegründet haben? Weil es keiner weiß. Vido hat mich aus den Unterlagen getickt. Er war für den Schreibkram zuständig, ich für die Männer. Hat eine Weile wirklich gut geklappt. Dann hat Vido entschieden, Batallianer einzustellen. Billigere Arbeitskräfte, hat er gesagt. Verdammte Terroristen, habe ich gesagt. 20 Jahre. Ziemlich lange Zeit, um einen Groll zu hegen. Einen Groll? Vido hat meine Männer gegen mich aufgehetzt. Er hat 6 von ihnen bezahlt, mich festzuhalten, während er mir eine Knarre an den Kopf gehalten und abgedrückt hat. Seit 20 Jahren sehe ich dieses Schwein jedes Mal, wenn ich die Augen schließe. Jedes Mal, wenn ich ein Ziel anvisiere. Jedes Mal, wenn ich einen Schuss höre. Das ist kein verdammter Groll. Sie haben einen Schuss in den Kopf überlebt? Ja. Und Sie haben die Zerstörung Ihres Schiffs überlebt. Wenn man stur genug ist, kann man fast alles überleben. Wut ist ein verdammt gutes Schmerzmittel. Wir sollten lieber aufbrechen. Sie sind beim südlichen Zugang. Alle Einheiten zum Torhaus. Jetzt! Sie wissen, dass wir hier sind. Na los, komm schon, du Hurensohn! Daher also diese Wunde am Kopf. Ist eine etwas, ja, komisch aussehende Seite. Hat er wohl neu ersetzt bekommen. Und scheinbar hat er und Vido die Blue Suns gegründet. Also, schlecht für uns. Weil, ja, durch ihn und diesen Vido gibt's die Blue Suns eigentlich erst. Was natürlich schlecht ist. Einheiten Charlie Delta beim Torhaus sammeln. Okay, ihr könnt mir ja mal sagen, was ihr zu dieser schwarz-grünen Rüstung haltet. Ich finde, die macht sich eigentlich ganz gut. Ich muss, glaube ich, nur den Metallic-Lack noch ein bisschen mehr erhöhen. Finde ich persönlich. Das ist mir noch ein bisschen zu matt, die Farbe. Aber wer weiß. Ich finde, die sieht eigentlich ganz nett aus. Dann mal rein in die Raffinerie. Said Massani, Sie haben mich endlich gefunden. Wieder. Machen Sie keine Dummheiten, Said. Ich habe eine ganze Armee blutrünstiger Mistkerle hinter mir, die bereit sind, für mich zu sterben. Wissen Sie was? Versuchen Sie es. Geben Sie meinen Männern einen Grund, sie wie einen Hund abzuknallen. Mal wieder. Was war das? Kurzsichtig geworden, alter Freund. Renn, du Schwein! Das war Ihr Todesurteil, Massani. Was machen Sie da? Öffnen Sie das Tor. Wir opfern keine Leben für das Wohl der Mission. Es gibt immer einen besseren Weg. Zum Beispiel?
Stundenlang durch den Dschungel irren und einen anderen Eingang suchen? Wenn Sie Ihre Zeit verschwenden wollen, nur zu. Ich gehe Vido töten. Sie gefährden Leben und die Mission für Ihren egoistischen Rachetrip. Wollen Sie das wirklich tun, Shepard? Ich sollte Sie windelweich prügeln, aber dank Ihnen müssen wir eine brennende Raffinerie retten. Lassen Sie sie verbrennen. Vido stirbt, koste es, was es wolle. Okay, da hat unser Freund Shepard auch mal zugeschlagen. Das müsste ausreichen. Dadurch wurde auch ein Teil des Kodex aktualisiert. So, und scheinbar fliegt jetzt alles in die Luft. Langsam, aber sicher. Das sieht auch sehr nice aus. Wie einfach diese Sachen mal umfallen und verbrennen, explodieren, wie auch immer. Ganzen geskripteten Ereignisse. So, wir wollen jetzt Vido töten. Müssen dadurch... Oh, wer ist das? Hilfe! Wir sind eingesperrt! Wir kommen nicht zu den Gasventilen, um sie abzudrehen! Hier fliegt gleich alles in die Luft! Keine Zeit. Vido ist wahrscheinlich schon bei den Shuttle-Docks. Sie würden diese Menschen sterben lassen? Und ob. Wenn wir den Leuten helfen, flieht Vido. Und wenn er flieht, gebe ich ihnen die Schuld. Wir sind hier, um diese Menschen zu befreien. Wir gehen rein. Ich wusste, das war ein Fehler. Wenn wir das machen wollen, sollten wir uns beeilen. So, neue Nebenmission. Scheinbar ist unser Shepard. Oh, 14 vorbildliche Punkte. Ach, 17 meine ich. Nice. Ich meine allerdings, ist unser Shepard etwas tougher geworden. Ein bisschen. Ja. Ne? Ihr wisst schon. Bisschen hartnäckiger und so. So, öffnen wir mal die Tür. Wir müssen nämlich irgendwie hoch. Da sind scheinbar auch mehrere Arbeiter, also das ist jetzt nicht nur einer. Hier leben ja auch ein paar Leute, so ist es ja nicht. Da werden wohl ein paar hier arbeiten. Oh, verdammt. Kraftstoff umleiten. Was hat das hier? Ach, da hinten. Na, komm schon. Hallo. So. Ach, das war auch so ein Terminal. Ah, okay. Wir müssen also mehrere... Ja, so Dinger... Dingsen? Nein, ihr wisst, was ich meine. Komm schon. Mehrere so Generatoren... anmachen. Nein, die werden nicht sterben. Wir machen das schon. Wir müssen nur diese ganzen... Kraftstoffkontrollen umlegen, scheinbar. Ah, hier fliegt alles in die Luft. Nur wegen diesem Seid. Weil er so egoistisch ist. Schwein. Das nehme ich mit. Ah, wohl zu viel schwere Waffen. Feuerlöschsysteme. Immerhin. So, da unten, da sind scheinbar die ganzen Arbeiter. So, und hier. Oh. Bin ich jetzt runtergeflogen? So, da bin ich wieder. Tut mir leid. So, ich wollte gerade schon fragen, komme ich da auch irgendwie runter? Aber scheinbar tue ich das. Oh, was ist das denn? Damit lässt sich was anfangen. Ein Flammenwerfer. Nett, nett. Brauchen wir aber nicht. Ich hätte jetzt lieber meinen Raketenwerfer. Die Entdeckung! Was? Warum? Also hier haben wir ja schon einiges. Sichern und laden.
Dann wechsle ich erst jetzt mal wieder meine Waffe aus. Na komm schon. Raketenwerfer. So. Zack. Warum ist jetzt eigentlich schon wieder Dings weg? Die Brandmunition. Ach, ich das hasse. So, hier ist nichts mehr. Dann gehen wir durch die Tür wieder. Was eigentlich eine gute Kombination wäre, wenn wir das so machen. Wenn man jetzt ein bisschen taktisch vorgeht. Na, wenn er das so sieht. Oh, wir jetzt keine Chance haben. Ja, ich wollte eigentlich sagen, man hätte das eigentlich so machen können. Dass wir das so machen, dass Morden sie quasi ja einfriert und ich dann mit meinem Sturmangriff auf sie zugestürmt komme. Ich muss mich hier mal ein bisschen in Sicherheit begeben. Eure Schlagschuss ab! Ja, verdammt. Machen Sie sich bereit? Der Treibstofftank löst sich. Schießen Sie darauf. Begraben Sie sie darunter. Ist gar nicht so einfach gerade, muss ich schon sagen. Okay, Morden ist scheinbar schon tot. Beide sind tot, verdammt. So, komm, das ist doch so ein Kraftstofftank. Oder nicht. So, ich benutze jetzt mal das Medigel. Zwei Medigel werden dadurch verbraucht. Ach, das hatte ich jetzt vergessen, dass dadurch auch direkt zwei verbraucht werden. Ich meine, ergibt sich eigentlich von selbst, aber ich hatte es wirklich vergessen. So, machen wir das mal so. Ich will mal ganz kurz die Waffe wechseln. Setze Verbrennungspack ein. Natürlich. Alter. Dieses Scheißding. Der nächste. Das tötet uns hier die ganze Zeit. Ja komm, scheinbar endlich. So, komm, der kommt tatsächlich unendlich, oder was? Da gehe ich mal ganz kurz einen anderen Weg. Dann belebe ich die jetzt nicht wieder. Das wird nämlich nichts bringen. Die Dinger können wir wahrscheinlich nicht ausschalten, oder? So, das sind doch eigentlich diese Kraftstofftanks. Die müssen eigentlich zu zerstören sein. Das versuche ich jetzt mal. Und damit muss man eigentlich die Dinger hier oben ausschalten können. Oder? Bin ich jetzt blöd? Ach, ich habe keine Ahnung. So, wir nehmen uns das Medizinkit. Oh, verdammt. Ja, das kann was werden hier. Registriere Schaden. Okay, der hat aber ganz schön Schaden bekommen gerade. Ach, die kann man zerstören. Ah. Wenn mir da nichts angezeigt wird. Wie dumm. So, dann machen wir das jetzt so. Okay, da habe ich mich gerade ein bisschen blöd angestellt, aber da wurde mir erst nichts angezeigt. Deswegen war ich jetzt davon ausgegangen, dass die nicht kaputt gehen. So, wir müssen in Richtung da, also schauen wir erstmal links und rechts.
Haben wir noch ein paar Credits geborgen. Ansonsten liegt hier nichts. Ich könnte ein bisschen Muni gebrauchen eigentlich. Um ehrlich zu sein. Ja gut, geht. Ein bisschen was. So. Apropos Muni. Geld auch noch. Da hinten sehe ich auch nichts. Also keine Munition mehr oder so. Hier liegt aber noch was. Oder? Ich glaube ja. So, hier liegt auch noch was. Da hinten auch. Dann haben wir jetzt auch schon wieder volle Munition, glaube ich. So, wir wechseln nochmal die Waffe. Da geht's auch noch rein. Gucken wir uns das auch nochmal kurz an. Türen ohne Ende hier. Ach, hier sind wahrscheinlich die ganze Zeit die Leute rausgespawnt, okay. Gut, da brauchen wir da eigentlich nicht mehr reinschauen. Ich mach's trotzdem. Da ist auch nichts drin. Gut, hat sich das auch wieder erledigt. So, dann wollen wir jetzt da rein. Ich glaube, ansonsten ist hier nichts mehr. Diesmal nicht, Said. Sie Hurensohn. Wir sehen uns in 20 Jahren. Sie haben mich gerade 20 Jahre meines Lebens gekostet. Bastard! Ah! Sie haben dieses Feuer gelegt, Said. Da ist es nur gerecht, dass Sie darin verbrennen. Ach ja? Sie mich auch. Und jetzt los, bringen Sie mich aus diesem Drecksloch raus. Ich weiß nicht, ob ich einen Mann wie Sie auf meinem Schiff brauche. Wenn Sie mich nicht brauchen, hätte Cerberus mich nicht bezahlt. Ich tue, wofür man mich bezahlt hat. Nicht mehr, nicht weniger. Jetzt lassen Sie die Spielchen und verschwinden wir hier. Ihnen sind Ihre eigenen Ziele wichtiger als die Mission. So läuft das nicht. Ich habe all die Zeit überlebt, indem ich mich um mich selbst gekümmert habe. Keine Zeit, mich um andere Leute zu sorgen. Sie sind jetzt Teil eines Teams, Said. Wenn wir nicht alle an einem Strang ziehen, haben wir keine Chance. Vielleicht haben Sie recht. Ich bin noch nicht fertig mit Vido. Aber ich kann es lang genug vergessen, um Ihre Mission abzuschließen. Verschwinden wir hier. So viel zum Thema, Shepard ist tougher geworden. Das war doch mal eine Aussage. So, wir haben eine, ich nenne es mal eine, es ist keine Nebenmission, es ist aber auch keine Hauptmission, also es ist so, wie nennt man das? Also wir haben unsere Gruppenmitglieder und teilweise können wir für die Mission machen. Und so eine war das. Und die ist halt so mittelwichtig. Und dafür bekommen wir jetzt halt so viele Erfahrungspunkte. Hätten wir jetzt nicht diesen Bonus, dass wir 25% mehr bekommen, wäre das auch eine runde Zahl. Ich denke mal, das wären 750 normalerweise gewesen. Und 2 Gruppenpunkte bekommen wir wieder. Die Raffinerie von Eldfeld Ashland auf Sawyer wurde befreit, aber der Wiederaufbau wird das Unternehmen Millionen kosten. Said hat trotz Vido Santiagos Flucht Shepards Befehlsgewalt akzeptiert und scheint sich ganz auf die Mission zu konzentrieren. So, er hat die Inferno-Granate als Kraft freigeschaltet, die könnten wir jetzt auch haben. Die könnten wir uns mit diesem Spezialtraining
könnten wir das jetzt, uns freischalten für uns selber. Wirft eine Sprenggranate, die beim Aufprall explodiert und Flammenwellen in alle Richtungen ausstrahlt. Der Feuerschaden wirkt selbst gegen Panzerung. Ja, ist ganz nett. Neues Outfit, das bekommen wir auch jedes Mal, wenn wir eine Mission... Okay, kurz zum Ende. Es scheint so zu sein, als sei die Festplatte voll. deswegen hat die Aufnahme jetzt gerade plötzlich beendet. Habe ich gerade gesehen. Und es war ganz praktisch. Die Mission war gerade abgeschlossen. Ich sag also jetzt schon mal, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ich muss jetzt erstmal rendern, bevor ich wieder was Neues aufnehmen kann. Wir sehen uns also beim nächsten Mal wieder. Bis dann, ciao.